Herzlich willkommen auch von mir, liebe ZuschauerInnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder bei uns sind. Ja, meine Damen und Herren, Sie kennen das sicherlich, immer häufiger werden Sie, werden wir mit Teams konfrontiert. Das heißt, viele Firmen haben erkannt, dass Teams sich nicht nur auf die Funktion der Video- und Telefonkonferenz reduziert. So sind zum Beispiel die zentrale Datenablage und die Zusammenarbeit in sogenannten kollaborativen Räumen ja nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die heute aktuell bereits genutzt werden in den Unternehmen. Was ist also, wenn einzelne unternehmensspezifische Geschäftsprozesse noch mehr dort stattfinden oder stattfinden würden, wo alle Mitarbeiterinnen mitarbeiten können? Also mit Teams ist das, Sie wissen das mittlerweile, ist das nämlich möglich. Und Formulare oder sogar Geschäftsanwendungen können zum Beispiel integriert werden. Das heißt, Ihnen, uns allen, geht es um schlaue Konzepte und um einfache Lösungen, auch im Prozessmanagement. Und deshalb sind Sie heute beim BVMW im BVMW-Netzwerk. Ja, und deswegen haben wir heute das Thema Power Automate, dem Geschäftsprozess auf der Spur. Und genau deshalb werden uns Johannes Steinemann und Herr Jonas Weindl, an der Stelle möchte ich auch Herrn Matthias Steinemann erwähnen und Frau Wolland etwas darüber erzählen und ein bisschen aus ihrem Nähkästchen plaudern. Und sie werden uns auch zeigen, wie NCAD Digitalisierungsprojekte effektiv, effizient, pragmatisch, strategisch und konsequent umsetzen. Also herzlich willkommen, lieber Herr Steinemann, herzlich willkommen, lieber Herr Weindl. Der eine macht den praktischen Teil, der andere den theoretischen. Sie stellen sich und die NCAD Consulting ja gleich sowieso noch persönlich vor. Deswegen vielleicht von mir nur kurz vorab. Wer ist NCAD? NCAD ist im Bereich der CAD-PLM-Beratung in der Entwicklung, in der Konstruktion und Fertigung unterwegs. Ein Schwerpunkt dabei ist natürlich auch die 3D-Visualisierung von Einzelteilen, aber auch von Baugruppen bis hin zum fertigen Produkt. Und sie stellen passende Infrastruktur on-premise oder in der Cloud bereit. Und unter anderem wird das natürlich auch durch eine firmeneigene, das ist zu erwähnen, Managed Service Plattform ergänzt. Also, heute dürfen wir ein Digitalspezialistenteam begrüßen und wir sind sehr gespannt, was wir heute erfahren werden, denn wir zeigen Ihnen heute unter anderem einen kurzen Rückblick auf klassische Geschäftsprozesse, dann auf die Abbildung eines Geschäftsprozesses als Real-Life-Case in Microsoft, also auf der Microsoft Power Plattform. Und als drittes die Integration dieses Real-Life-Cases oder Case in Microsoft Teams. Ja, und mit diesem Wissen erhalten Sie natürlich die Fähigkeit, ohne Programmierkenntnisse gezielt die Mehrwerte von Teams zu erfahren. Denn es geht darum, die Menschen, die Zusammenarbeit von Menschen in Unternehmen, im Mittelstand darüber und darüber hinaus natürlich effizient zu gestalten. Ja, dann starten wir, glaube ich. Bitte schön, lieber Herr Steinemann, lassen Sie uns loslegen. Alles klar, guten Morgen auch nochmal von mir. Wir werden jetzt hier das gleich einmal umstellen. Dann sehen Sie mich auch. Ja, guten Morgen nochmal von mir. Mein Name ist Johannes Steinemann. Ich werde heute einen Teil dieses Vortrags hier sozusagen begleiten, den eher theoretischen Teil, den praktischen Teil, wo Sie dann tatsächlich auch das Ganze in Aktion sehen, wird dann mein Kollege Jonas Weindl durchführen. Ich habe vorab noch ein paar organisatorische Themen. Wir werden diese Veranstaltung wie auch all unsere anderen Veranstaltungen wieder aufzeichnen und werden diese komplette Aufzeichnung dann auch in unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Sie bekommen aber von dem Herrn Heilig eine Nachfass-E-Mail, in der auch alle Informationen noch einmal hinterlegt sind. Also der Link, unsere Kontaktinformationen, das Frageprotokoll und so weiter und so fort. Das zweite organisatorische Thema ist, dass wir gegen Ende der Präsentation oder gegen Ende der regulären Präsentation auf eventuell auftretende Fragen eingehen werden.
sofern wir das ad hoc auch schon können. Wir reichen dann auch gern bei Fragen, die vielleicht etwas komplex sind für den Anfang, die Antworten auch nach. Dazu dürfte ich Sie dann einfach bitten, die Chat-Funktion hier in dem Teams Live-Event zu verwenden. Die finden Sie oben mit diesen zwei Sprechblasen, in denen ein Fragezeichen eingestellt ist. Und wir werden dann ganz am Ende diese Fragen quasi im Plenum vorlesen und dann auf diese Fragen eingehen, so gut es eben möglich ist. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ich erzähle noch kurz etwas über die NCAD Consulting. Ein paar Themen haben Sie ja schon gehört. Also wir sind ganz klassisch ein, sage ich mal, Value-Added Reseller von Dassault-System. Das klingt jetzt erstmal etwas kryptisch, hat aber den Hintergrund, dass wir quasi aus dieser CAD-Ecke, nenne ich es jetzt einfach mal, kommen. Das heißt, wir beraten Schulen und verkaufen eine Softwarelösung, nämlich die Softwarelösung CATIA in den deutschsprachigen Raum an Kunden, die, sage ich mal, überwiegend in der Automobilbranche, in der Entwicklung in der Automobilbranche oder in der Luft- und Raumfahrt unterwegs sind. Aus diesem Geschäftsbereich heraus haben wir uns entwickelt, haben dann weitere Geschäftsbereiche aufgebaut. Das ist einmal das Thema 3D-Visualisierung. Das heißt, dass diese Modelle, die dort entwickelt werden, auch, sage ich mal, fotorealistisch aufbereitet werden für verschiedene Zwecke. Und dann natürlich auch, weil das immer komplexer und auch immer erforderlicher geworden ist, das Thema IT. Das heißt, entsprechende Systeme auch IT-seitig bereitzustellen, die Infrastruktur dafür zu bereitzustellen, entsprechende Sicherheitskonzepte auszuarbeiten und so weiter und so fort. Darüber kam dann auch tatsächlich unsere Brücke zum Microsoft 365-Umfeld, das wir jetzt mittlerweile seit zweieinhalb Jahren als Microsoft CSP-Partner hier bestreiten. Und letztendlich kam auch hier tatsächlich diese Thematik mit Microsoft Teams und jetzt eben Power Automate auf. Mit dieser Thematik haben wir uns, wie gesagt, in den letzten Monaten auch verstärkt auseinandergesetzt, denn ich sage mal, klassischerweise haben uns Prozesse, das Thema Geschäftsprozesse, Prozessoptimierung, Prozessgestaltung, Automatisierung generell schon immer begleitet. Und nun sehen wir, dass wir mit der Möglichkeit in Microsoft Teams und mit Power Automate und den entsprechenden anderen Tools ein breiteres Kundenspektrum entsprechend ansprechen können. Das heißt, wir kommen aus einem recht komplexen Themenbereich, was diese Geschäftsprozesse anbelangt, und integrieren jetzt quasi unser Know-how auch in diesen Bereich. Gut, das so viel zu uns. Dann starten wir einmal durch. Wie gesagt, kurz zur Aufteilung noch. Ich werde einfach ein bisschen was Theoretisches dazu erzählen und später wird dann auch mein Kollege, der Jonas Weindl, dann tatsächlich auf einen Geschäftsprozess eingehen, den wir modelliert haben, den wir auch umgesetzt haben in Teams, dass Sie auch praktisch etwas sehen, wie das Ganze dahinter funktioniert. Gut, ganz generell Microsoft und die Thematik Low-Code und No-Code. Das hat eine gewisse Tradition. Das gab es damals schon auf den SharePoint-Servern, die man sich noch on-premise quasi in den Serverraum, in den Keller gestellt hat, mit verschiedenen Tools, um beispielsweise Formulare zu erstellen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an das Tool InfoPath. Und mit diesem SharePoint-Designer ließen sich dann entsprechend Geschäftsprozesse abbilden und dann sozusagen zusammenführen. Das Ganze ließ sich relativ, sage ich mal, einfach implementieren, relativ, wurde uns aber ja quasi weggenommen von Microsoft. Ja, also SharePoint wird ja so in der Form on-premise nicht mehr weiterentwickelt. Dafür haben wir aber nun jetzt neue Tools. Und Microsoft hat hinsichtlich dieser neuen Tools eine komplett neue Struktur aufgebaut, die sich wie folgt aufgliedert. Wir haben hier so eine Grundstruktur in dieser ganzen Entwicklung von so einzelnen Tools. Wir haben mittlerweile so einen ganzen Baukasten an nativen Tools,
die man beispielsweise in Teams auch kennt. Das sind alles Funktionen, die dort schon da sind. Also es gibt ja so gewisse Genehmigungsprozesse, die dort schon vorher eingearbeitet worden sind, die man übernehmen kann. Es gibt ja verschiedene Apps, die man sich einfach mit heranziehen kann in Teams. Das sind alles Themen, das sind native Tools. Hat Microsoft einfach so ein Baukasten oder so ein System auch entwickelt oder so einen Marktplatz entwickelt, wo ich mir einfach je nach Bedarf etwas anziehen kann, was ich sozusagen brauche. Und dann gibt es auf der ganz rechten Seite natürlich Themenbereiche, da wird eine Eigenentwicklung notwendig sein, weil diese Prozesse beispielsweise so komplex sind und in ein so spezielles Spektrum gehen, dass man da mit nativen Tools nicht mehr weiterkommt. Wir fokussieren uns aber auf diesen Bereich in der Mitte, auf diese sogenannten Power-User. Denn das ist ein Bereich, den Microsoft relativ stark unterstützt mit einer Art Baukastensystem und hier einfach sagt, naja, vielleicht gibt es kundenspezifische Themen, die wir jetzt nicht entwickeln können, weil das wäre dann doch wieder zu viel Aufwand für uns, aber der einzelne User oder die einzelnen Entwickler, Entwicklerinnen haben die Möglichkeit, in diesem Segment mit diesen Tools, mit diesem Baukastensystem, sich eigene Geschäftsprozesse, eigene Vorgänge sozusagen so aufzuarbeiten, so zusammenzustellen, wie sie es selbst im Unternehmen dann jeweils wieder brauchen. Das ist generell nicht neu, das gab es auch schon vorher, hatte ich ja kurz angesprochen, mit dem Thema SharePoint On-Premise und mit den einzelnen Tools. Und dafür hat Microsoft nun eben aber jetzt in der Cloud-Welt neue Applikationen, neue Tools, neue Baukastensysteme entsprechend entwickelt. Eines dieser Tools ist quasi der SharePoint Online, der sozusagen von Microsoft zur Verfügung gestellt worden ist. Ein anderes sind die sogenannten Microsoft Lists, die es nun etwas, ja, sage ich mal, seit ein paar Monaten schon gibt. Das sind aber letztendlich nichts anderes als SharePoint Listen. Etwas komplett Neues, was Microsoft in die Cloud mitgebracht haben, sind die sogenannten Power Apps. Einfache Möglichkeiten, wo ich relativ schnell verschiedene Applikationen erstellen kann für Unternehmen oder für mein Unternehmen, meinen Usern dann zur Verfügung stellen kann mit gewissen Interaktionen und das dann auch auf Mobilgeräte beispielsweise streuen kann. Dazu dann noch das ganze Thema Power Automate, in dem sich heute auch drum gehen wird. Also das heißt, sogenannte Triggerpunkte, also führe X aus, wenn Y durchgeführt worden ist und mache dann dieses und jenes, also dass ich auch eine entsprechende Prozesslogik hinterlegen kann. Dann Microsoft Forms als klassische Formularlösung, Power BI als Visualisierung von entsprechenden Zahlen und zu guter Letzt die Power Virtual Agents, also diese Art Chatbot, die Microsoft quasi entwickelt hat, die man dort entwickeln kann. Da fehlt jetzt quasi ein Eintrag auch in der Mitte und dieser wird gefüllt mit Microsoft Tools. Das heißt, diese ganzen Tools, die Microsoft hier entsprechend entwickelt hat, laufen in einem zentralen Tool zusammen und das ist in diesem Fall Microsoft Teams. Und diese Zusammenführung in Microsoft Teams macht durchaus Sinn und das ist diese Sinnhaftigkeit, die sieht man auch in der Entwicklung der letzten Monate, weil natürlich das ganze Thema Microsoft Teams nicht auch, sage ich mal, nur durch die Corona-Pandemie natürlich einen unglaublichen Boom erfahren hat. Deswegen, sage ich mal, haben wir ja auch relativ viele Webinare zum Thema Microsoft Teams. Viele Kunden haben sich das Thema angeschaut, nutzen das, sag ich mal, entweder relativ, ich sage es mal, eingeschränkt im Rahmen von der Chat-Funktion, der Videotelefonie-Funktion. Es gibt aber auch bei uns Kunden, die das auf einem sehr breiten Spektrum anwenden, die also beispielsweise das ganze Thema Telefonie abgelöst haben durch die Funktion von Teams Calling, die komplexere Geschäftsprozesse darin abbilden, die kompletten Projekte dort drin stemmen. Generell müssen wir sagen, auch als Microsoft-Partner, das Thema Microsoft Teams hat auch schon vor der Pandemie
ein sehr starkes Wachstum gehabt, ein sehr starkes Wachstum im Rahmen von Microsoft-Produkten, das wir sonst so nicht kennen. Wir haben meistens eigentlich das Thema, dass wir Microsoft-Produkte aktiv bewerben müssen. Auch das Thema Office 365 ist ja jetzt kein Selbstläufer, was man einfach so verkauft, vor allem bei Kunden vielleicht nicht, die es generell gewohnt sind, Software einfach zu kaufen. Das nächstwichtige ist auch, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir, sage ich mal, nach Beendung oder nach erfolgreichem Bestehen dieser Pandemie, wann auch immer das sein wird, dass wir einen Rückgang erwarten. Also wir denken nicht, dass hier die Lösung entsprechend wieder in die Ecke gestellt wird und alle User dann quasi auf die Standard-Tools wieder zurückgreifen. Teams wird in der Form bleiben. Gut, Teams ist jetzt also nun bereits existent und was passiert entsprechend mit Teams? Es wird nun verwendet, was eben früher mit dem SharePoint gemacht wird. Es wird häufig auch verwendet als zentrale Anlaufstelle für Informationen im Unternehmen. Ja, also es gibt dann beispielsweise Überlegungen, das Intranet über Teams entsprechend zu integrieren. Das lässt sich auch relativ einfach durchführen. Das ist gegebenenfalls auch nochmal ein Thema für ein separates Webinar. Optional kann sich dann quasi der User auch Apps holen, die ihm übers Unternehmen quasi in diesem App Store zur Verfügung gestellt wird, kann sich dann verschiedene Apps einfach holen, je nachdem, was er braucht, nutzt die auf dem Desktop oder auf dem Smartphone und kann entsprechend dann auf alle Informationen zugreifen, die er an der Stelle hier einfach benötigt. Das ist eben dieser zentrale Ansatz in Teams. Was bedeutet das nun zentral für das Thema Geschäftsprozesse? Wir haben jetzt hier ein Thema, wir haben jetzt mittlerweile relativ viele User auch in Teams versammelt, die Informationen liegen mittlerweile in Teams, die Datenhaltung ist in Teams. Wir haben allerdings hin und wieder doch das Problem, dass wir so die Sinnhaftigkeit in Teams ja nicht damit rechtfertigt wird, dass man sagt, okay, die Daten liegen nun hier und hier können wir chatten und hier können wir gegebenenfalls noch Webinare oder entsprechende Online-Meetings durchführen, sondern wir müssen das Thema tatsächlich attraktiver machen, dem User tatsächlich einen Mehrwert bieten, dass er auch wirklich überzeugt ist von der Lösung Microsoft Teams und sagt, ja, ich sehe einen Sinn dahinter, mit Microsoft Teams verstärkt zu arbeiten. Und da kommen uns die Geschäftsprozesse eigentlich auch sehr gelegen, denn Geschäftsprozesse haben eine Besonderheit. Sie bestehen nicht nur auf einer Einbettung, sondern auch auf Interaktionen. Was ich vorgezeigt habe, diese Wandlung eines Intranets in Teams, das ist ja alles schön, das ist auch eine schöne Idee und das kann man auch grafisch recht anspruchsvoll oder ansprechend gestalten. Das Thema ist aber, naja, macht es wirklich Sinn, jedes einzelne Formular in Teams zu integrieren oder jedes einzelne Formular zu elektrifizieren? Das wird gerne mit dem Thema Digitalisierung, sag ich mal, verwechselt oder der Begriff Digitalisierung wird da gern drüber gestülpt, wo man einfach anfängt, jedes Formular, was man heute in Papierform hat, in irgendeiner Art und Weise zu elektrifizieren. Denn letztendlich haben wir bei diesen Geschäftsprozessen diese Interaktion. Das heißt, ein Formular, das ich einfach nur ausfülle und das danach nichts tut, bringt mir keinen wahnsinnig nachhaltigen Mehrwert. Wir haben aber die Möglichkeit mit Microsoft Teams und eben mit Power Automate eine Interaktion entsprechend zu automatisieren und damit diesen Geschäftsprozess tatsächlich ganzheitlich abzubilden. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf die Bestandteile eines Geschäftsprozesses ein. Es ist tatsächlich ganz rudimentär, es wird jetzt hier keine Raketenwissenschaft, aber dass das einfach nochmal deutlicher wird, wie ein Geschäftsprozess aussieht und wie wir ihn tatsächlich mit Tools im Microsoft Teams Bereich umsetzen können. Also ein Geschäftsprozess besteht für uns erst einmal auf Daten. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Art und Weise eine Datenhaltung, wo quasi Informationen abgelegt werden. Dann brauchen wir eine Prozesslogik, also eine Logik, die sagt, wenn dieses und jenes dort ist, dann muss dieses und jenes auch passieren. Und dann brauchen wir letztendlich auch die schon beschriebenen Interaktionen durch die User oder durch die Systeme. All diese drei Themen sind eben Bestandteile eines Geschäftsprozesses. Und welche Tools helfen uns nun dabei?
Wir haben für das Thema Daten einmal ja, unseren SharePoint, in dem Daten hinterlegt werden können, und auch unser Thema Microsoft Lists, in welchem Detailgrad das nachher dann noch verwendet wird, zeigt dann eben mein Kollege in dem produktiven Beispiel. Wir haben in der Prozesslogik das schon angesprochene Power Automate, wo wir dann einfach diese Informationen sozusagen verarbeiten können, weitergeben können, Interaktionen, die gestartet werden können, eben durchlaufen lassen können. Und für das ganze Thema Interaktion haben wir ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, wie wir das durchführen können. Wir können natürlich sagen, naja gut, eine Interaktion, das ist das Ausfüllen eines Formulares. Eine Interaktion kann auch in einer Power-App quasi hinterlegt sein, dass es da einen Knopf gibt, den der User drücken muss. Es kann aber auch sein, dass es verschiedene Chat-Nachrichten sind, die wieder als Interaktion starten. Oder wir können auch diese Microsoft-List schon verwenden, wenn wir sagen, naja, lieber User, hier trage doch bitte die Information direkt in diese Liste ein, um die entsprechende Interaktion dann durchzuführen. So. Gut. Mein letzter Slide, bevor es praktisch wird. Wir haben uns für dieses ganze Thema nun einen Prozess auch vorgenommen und den auch abgebildet. Und das ist ein Onboarding-Prozess. Warum haben wir uns für einen Onboarding-Prozess entschieden? Naja, das ist erstmal ein Prozess, den eventuell oder ziemlich sicher auch jedes Unternehmen, also auch Sie im Hause haben. Sie stellen gegebenenfalls hin und wieder mal einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin ein. Das heißt, Sie können sich im Grunde mit diesem Prozess identifizieren. Auch unsere Kunden können sich mit diesem Prozess identifizieren. Und auf der anderen Seite ist es auch immer wieder ein Prozess, der, obwohl er relativ regelmäßig und relativ häufig durchgeführt wird, dann doch auch schon immer wieder anders läuft. Das liegt einfach daran, dass es ja so ein quasi Routineprozess ist, den man einfach so in der Stelle nicht dokumentieren muss. Und vielleicht hat das jeder schon mal überlegt, es kommt der neue Mitarbeiter und eventuell fängt man es noch ab. Und einen Tag, bevor der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin kommt, beginnt dann das große Panikspiel, was denn alles erledigt werden muss und was noch gemacht werden muss, damit auch der neue User am nächsten Tag dann direkt loslegen kann. In unserem Fall ist es ein sehr vereinfachter Onboarding-Prozess, einfach weil diese Prozesse oder weil so ein Onboarding-Prozess ja dann auch sehr komplex werden kann, und damit wir einfach gut zeigen können, ist er bei uns sehr rudimentär aufgezeigt. Also wir haben einen Triggerpunkt, das ist das Formular für einen neuen User, wird ausgefüllt. Dieses Formular wird eben von der HR-Abteilung ausgefüllt. Die hat nämlich alle Informationen über den neuen User. Diese ganze Anforderung geht dann an die IT. Die legt dann ein entsprechendes Userkonto in den Systemen an, weil sie dafür die Berechtigung hat, und beschafft gegebenenfalls auch noch ein Endgerät. Und letztendlich geht diese ganze Information dann auch wieder zurück an die Personalabteilung. Gut, jetzt will ich Sie aber nicht weiter auf die Folter spannen und gebe jetzt ab an meinen Kollegen Jonas Weindl, der Sie jetzt einfach quasi in dieses praktische Umfeld entführen wird hinsichtlich des Themas Teams und Power Automate. Auch von mir nochmal. Ein herzliches Willkommen. Sie können jetzt meinen Screen sehen, Johannes. Können die der Screen ist sichtbar? Gut, okay. Dann starten wir los. Ich habe jetzt mal gesagt, wie bei diesem Onboarding-Prozess sind jetzt bei mir drei Abteilungen mit inbegriffen. Also einmal die Personalabteilung, dann haben wir einen Verantwortlichen, der zum Beispiel hier in unserem Beispiel jetzt sagt, braucht der User ein Gerät oder braucht das nicht? Und hier die IT-Abteilung, die das Gerät beschaffen soll oder die Erstellung einer VM einleiten soll. Und hier haben wir das System. Und wir gehen jetzt mal hier kurz einfach durch den ganzen Prozess anhand dieser Ablaufs. Wir starten also hier in der Personalabteilung mit einem Formsdokument. Das füllt der Personaler aus und schickt uns dann auf eine Reise. Und wir sehen schon, die Reise teilt sich hier auf. Wir gehen einmal rüber ins System.
ins System. Da sage ich jetzt mal, das ist der Teil, wo vom Power Automate gemacht wird, wo kein Mensch Hand anlegen muss, wo das System eben alleine machen kann. Und hier rennen wir jetzt erstmal in eine Verzögerung rein, wo ich gesagt habe, okay, der User hat einen ersten Arbeitstag und wir legen den User erst an seinem ersten Arbeitstag an, also noch bevor er kommt natürlich, aber an seinem ersten Arbeitstag soll dann dieser User erstellt werden. So haben wir dafür gesorgt, dass der User zum einen erstellt wird und zum anderen, dass der User nicht schon vorher in unserem System rumliegt, weil es kann ja sein, dass wir sagen, okay, dieser User hat ein standardisiertes Passwort und natürlich, wenn jeder, der ins Unternehmen kommt, weiß am Ende dieses standardisierte Passwort, sage ich jetzt mal, und es soll dann eben nicht die Möglichkeit bestehen, dass schon vorher jemand unter Umständen dieses Konto verwendet, um Schabernack zu treiben. Dann gehen wir in die Benutzererstellung. Hier nehmen wir die Angaben, die wir aus unserem Forms-Dokument angegeben haben und dadurch wird dann der User erstellt, sprich jetzt Anrede, Name, Nachname, in welche Abteilung soll er denn rein, welchen Vorgesetzten hat er. Das sehen wir dann auch hier unten mit unserer Angabe entsprechend der Abteilung können wir auch sagen, okay, dieser User soll in bestimmte Gruppen hinzugefügt werden, entsprechend der Abteilung, die ich zum Beispiel in meinem Formular ausgewählt habe. Aber ich kann auch sagen, okay, jeder User, der in meinem System hinzugefügt werden soll, soll einer entsprechenden Gruppe hinzugefügt werden. Das kann man natürlich auch über Gruppenrichtlinien regeln, aber wir haben auch die Möglichkeit hier über unseren Prozess einfach zu sagen, füg diesem jeden neuen User, der jetzt kommt, dieser Gruppe hinzu. Und als letztes haben wir bei uns in unserem Beispielprozess noch die Zuweisung zu sagen, wer ist denn jetzt aktuell der Manager? Das sehen wir dann im Formular, hier JS für Johannes Steinemann und hier für unsere Tessa Trail. Genau, das sind dann der Prozess, der vom System ausgeführt wird. Da ist nur der Personaler verwickelt mit drin und der startet den ganzen Prozess. Im Prinzip legt dann nicht meine IT-Abteilung den User an, sondern im Prinzip legt mein Personaler über das System den Benutzer an, obwohl er keine Ahnung hat, was er eigentlich tun muss. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Parallel haben wir noch einen ganz anderen Prozess angestartet. Wie schon vorhin von Herrn Steinemann angesprochen, die IT-Abteilung muss vielleicht ein Gerät beschaffen. Die muss benachrichtigt werden, dass sie dieses Gerät beschaffen wollen. Ich habe jetzt hier noch einen Zwischenschritt eingebaut, wo ich gesagt habe, okay, mein Verantwortlicher muss es sagen, braucht der User überhaupt eine Workstation, eine VM? Der muss sein Okay erst dazu geben. Gibt er sein Okay? Kommt die IT-Abteilung eine Benachrichtigung? Da kann man jetzt zum Beispiel auch eine Mail aus dem System rausschicken, wenn sie sagen, ihr Ticketsystem, eine Mail ans Ticketsystem schicken und sagen, hey, bitte ihr VM oder Workstation besorgen. Und wir sehen dann hier, die Aktion geht hier runter und hier kann dann zum Beispiel ein Mitarbeiter benachrichtigt werden des Begrüßungskomitees, wo dann sagt, okay, du gehst am ersten Tag auf den Mitarbeiter zu. Ich habe es jetzt hier mal so ein bisschen unterschiedlich gemacht. Wenn der Verantwortliche sagt, nein, der User braucht kein Gerät, dann gibt es nur eine Nachricht über Teams. Und wenn er sagt, ja, der User braucht ein Gerät und die IT-Abteilung sagt, okay, ich habe die Erstellung eingeleitet, dann bekommt dieser Begrüßungsmitarbeiter, sage ich jetzt mal, eine Nachricht in Teams und sogar eine Mail zugesendet. So, jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus. Und so ist dieser ganze Prozess jetzt im Grunde aufgebaut. Nicht viel. Und wir gehen jetzt dann rüber einfach in das Teams und schauen uns den ganzen Prozess hier an. So, jetzt muss es laden. So,
bitte diese Verzögerung zu entschuldigen. Das war vorhin eigentlich schon vorbereitet, aber hier hat sich das System gedacht, laden wir nochmal neu. Ist das da? So. Herr Steinemann, ich müsste mich mal kurz aus der Präsentation ausloggen. Oder, nee, jetzt, okay, jetzt geht's. Normalerweise geht es schneller, wenn ich dann anders mache. Okay. Zurück zur Präsentation. Wir haben hier unsere drei Abteilungen vorbereitet. Personalabteilung, Verantwortliche habe ich jetzt mal hier als Teams abgebildet. Dieser Verantwortliche kann auch zum Beispiel eine einzelne Person sein und ich schicke direkt eine Nachricht an diesen Verantwortlichen. Und wir haben hier die IT-Abteilung. Gehen wir mal rein in die Personalabteilung und wir gehen hier auf unser Formular, wo wir vorhin angesprochen haben. Dieses Formsformular, der ist, wo mein Personaler ausfüllen soll, mit den Daten befüllen soll, die er hat von der Einstellung. Und da haben wir zum einen erstmal Angaben zur Person. Da wähle ich jetzt mal aus. Test. Und ich kann dann noch weitere Angaben anfordern. Diese Angaben, wie Sie hier sehen, Anrede, Vorname, Nachname sind jetzt gewünscht. Die sind erforderlich, die brauche ich, um weiterzumachen. So, das Geburtsdatum ist jetzt so eine Angabe, die ich einfach sein lassen kann oder ich kann es mit aufnehmen, wenn ich zum Beispiel im Hintergrund einen Geburtstagskalender habe, dass ich möglicherweise hier noch das Datum an diesen Kalender hinzufügen kann. Ich weiter. Jetzt komme ich zu meinen Angaben zum Arbeitsbeginn. Da muss ich erstmal wissen, okay, in welche Abteilung soll denn der Gute? Wir stecken jetzt mal in die Abteilung Verwaltung und welche Position begleitet er denn? Wir haben hier ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wir können aber auch hier sagen sonstigste und dann können wir hier eine eigene Eingabe eingeben. Wir sagen jetzt einfach mal, hier ist Student und der Vorgesetzte ist die Tessa Trade. Und der Arbeitsbeginn ist heute. So, das sind die Angaben, die ich jetzt von meinem Personaler haben will. Und der Personaler sagt jetzt, okay, ich schicke auf Absenden und damit ist seine Arbeit getan. Jetzt ist so, dass der Verantwortliche benachrichtigt wird. Und wie wir vorhin im Diagramm gesehen haben, rodelt jetzt auch im Hintergrund dieses System und erstellt den User. Jetzt der Verantwortliche bekommt zum Beispiel hier in seinen Teams-Kanal eine Adaptive Card. Adaptive Card, das sind die Elemente, wo er mit dem System interagieren kann und hier seine Angaben machen kann. Er kann jetzt entweder hier zur IT-Abteilung vielleicht eine Nachricht schicken über den Chat oder er kann das auch hier über diese Adaptive Card machen. Er sieht hier die Daten, die wir gerade eingegeben haben. Er sieht den Namen des Username und welche Abteilung er zugeordnet ist. Wenn wir jetzt mal ausgehen, hier, das ist der Kanal der Verantwortlichen, dann weiß okay, der Verantwortliche für die Verwaltung guckt hier rein, sieht, ich kriege hier einen neuen Mitarbeiter, ich muss hier reagieren. So, jetzt die Frage, braucht der User eine Workstation oder VM? Muss sie bereitgestellt werden? Ja, die soll bitte bereitgestellt werden und wir brauchen eine VM mit, sagen wir mal, 1 Terabyte. Wollen wir jetzt haben für unseren neuen User. Der hat viele Daten, der braucht es. Und dann gehen wir hier drauf, Angabe speichern und schicken die ganze Information wieder auf Reisen und zwar zur IT-Abteilung. Die IT-Abteilung bekommt dann hier auch eine Adaptive Card und sieht dann, okay,
User im Bereich Verwaltung, der benötigt ein Workstation oder VM. Was braucht er denn? Der Verantwortliche hat mir hier angegeben, er benötigt eine VM mit 1 TB Speicher. Okay, das Ganze kann ich, wie gesagt, jetzt auch per Mail machen, wo ich sage, vielleicht, wenn mein Ticketsystem auf Mails reagiert, dann schreibe ich da eine Mail hin. Das wird ein Ticket umgewandelt und die IT-Abteilung kann das abarbeiten. In diesem Beispiel haben wir es jetzt mal mit einem anderen Team gemacht, wo die IT-Abteilung wir auch wieder eine Adaptive Card bekommt, mit der sie auch wieder weiter gehen kann und sagen, okay, ich habe jetzt die Beschaffung der VM, die Erstellung der VM eingeleitet und sagt, okay, das passt jetzt so, Anfrage wurde bearbeitet. Dann sagen die weiter und jetzt ist das, was ich gesagt habe, die Verantwortliche für die Begrüßung wird jetzt benachrichtigt. Gehen wir hier mal auf den Chat und hier sehen wir, wir haben von im Flow eine Karte gesendet bekommen. Und was haben wir denn da bekommen? Eine Nachricht. Die haben wir gesendet bekommen und hier steht drin, okay, Talon Test, Verwaltung, User wird im System angelegt und die IT-Abteilung hat die Beschaffung eines Gerätes Arbeitsplatzes eingeleitet und da sehen wir auch den ersten Arbeitstag. Dann kann sich derjenige oder diejenige darauf einstellen und sagen, okay, an diesem Arbeitstag muss ich den neuen Mitarbeiter begrüßen. Und das Ganze haben wir ihr auch noch per Mail gesendet. Und sie auf. Das geht. Auf jeden Fall weiß der jetzt Bescheid. Okay, hier ist jemand Neues gekommen und ich muss darauf reagieren. Und wie wir das gesehen haben, das ist unser kompletter Prozess. Wir sind jetzt hier durchgelaufen, haben die Beschaffung eingeleitet, haben den Verantwortlichen für die Begrüßung benachrichtigt und im Hintergrund in unserem System wurde unser User angelegt. Und das alles haben wir aus der Personalabteilung gestartet. So, wie sieht das Ganze aus? In der Erstellung sieht das Ganze so aus, dass wir hier unsere Forms haben. Mit den Forms können wir hier erstellen. Wir können den Hintergrund zum Beispiel einstellen. Da sehen Sie diese Küstenregion. Und dann können wir verschiedene Fragen angeben. Sie sehen, haben auch gesehen, dass ich in verschiedenen Abschnitten gearbeitet habe, wo ich gesagt habe, unten, wir sind jetzt mit der Angaben per Person durch und wir gehen jetzt hier auf Weiter. Das ist ein Abschnitt gewesen und dann hier eben den zweiten Abschnitt. Und wir können hier für eben verschiedene Auswahl haben, wie verschiedene Möglichkeiten Fragen hinzufügen. So zum Beispiel Auswahl, wenn ich so kleine Bullet Points habe oder Text, wo wir einfach den Namen, Vornamen so eingeben, Bewertungen oder hier der erste Arbeitstag ist jetzt eine Datumsabfrage. Da haben wir gewisse Möglichkeiten, die wir hier in dieses Form-Dokument einbauen können. So, mal gucken, ob es jetzt hier fertig geladen hat. Das ist, ja, genau. Das ist nämlich diese Mail. Diese Mail wurde an uns gesendet und hier steht, ja, User Talon Test, den User, den wir gerade erstellt haben, so, wird ins System angelegt und ist dann auch zu begrüßen. Jetzt können wir jetzt mal gucken, ob das hier auch der Fall ist, dass dann hier sind wir in unserem Admin Center, da wo am Ende dann unser Benutzer aufschlägt. Das ist da der Bereich dann, da wo eigentlich dann die IT-Abteilung vorher mehr hingegangen ist und gesagt hat, ja, hier muss ich meinen Benutzer erstellen. Und das Ganze haben wir jetzt über unseren Personaler angestoßen. Und wenn das Ganze jetzt lädt, können wir auch sehen, dass der Talon-Test hier eingepflegt wurde. Und zwar, hier haben wir ihn. Talon-Test ist schon hier in unserem System eingepflegt worden und entsprechend unserer Angaben wurde auch diesen eigenen Formulare, das ist ja die allgemeine Gruppe, die wir angegeben haben, hinzugefügt.
Der NCAD Lab, das ist eine Gruppe, die hinzugefügt wird über Gruppenrichtlinien. Und hier haben wir unsere Verwaltungsgruppe. Das ist hinzugefügt worden, weil wir angegeben haben, dass der Gute in der Gruppe in dem Verwaltungsbereich tätig ist. Und unser Manager wurde hier auch schon angegeben. Genau. Hier Telefonnummer. Das sind so Informationen, die wir von vornherein wissen, können wir auch schon im System angeben, dass wir sonst, das heißt, wir sagen, ein neuer Mitarbeiter, der soll jetzt, hat jetzt im Moment noch keine eigene Telefonnummer, soll jetzt Telefonnummer der Zentrale bekommen, dann können wir hier im System hinterlegen, dass bei der Erstellung hier die Telefonnummer der Zentrale hinterlegt werden soll. Genau. So, das zeige ich Ihnen noch kurz, wie das Ganze in Flow dann aussieht. Flow, da sieht das Ganze eigentlich genauso aus, wie ich das vorhin in unserem Diagramm gezeigt habe. Es folgt den gleichen Zyklen, gleichem Aufbau. So, wenn es lädt. Hier sehen wir, das ist unser Startpoint. Hier haben wir gesagt, okay, das ist unser Formular. Da hat er unser Personaler Daten eingegeben. Und hier haben wir zwei Prozesse parallel gestartet. Einmal eben die Erstellung unseres Users, hier dann mit diesen Bedingungen, welche Abteilung und welcher Manager ihm zugewiesen wird und dann hier eben diese Abfrage, welches Gerät benötigst du, ein Gerät oder eine VM und die Benachrichtigung der zuständigen Person, die den neuen User begrüßt. Es sind zwei Prozesse, die parallel abgelaufen sind, der eine im System, völlig unabhängig vom menschlichen Eingriffen und der andere dann mit menschlichen Aktionen über Teams alles geregelt worden. Dann haben wir noch eine Sache, wo wir eingestellt haben, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wenn der Verantwortliche mal nachgucken will, welche Angaben hat er denn vorhin gemacht? Er hat jetzt ein paar Leute eingestellt und jetzt weiß er aber nicht mehr, wem hat er eine VM gegeben und wem hat er zum Beispiel ein Gerät zugeteilt. Dann können wir das Ganze speichern in den vom Johannes Steinemann vorhin angesprochenen Listen. Und hier haben wir dann mal kurz diese Angaben einfach, diese Abfragen genommen und hier in diese Liste eingetragen, die sich jetzt hoffentlich gleich öffnet, dass wir das auch noch kurz sehen können. Will nicht. Okay. Im Prinzip wäre es jetzt so, dass wir hier unsere Angaben sehen können mit zugeteilt zu den Usern, dass wir hier sehen können, hat der ein Gerät, hat er eine VM, was habe ich damals eben eingegeben, dass hier die Verantwortlichen nachgucken können. Im Prinzip war es dann auch so dieser ganze Prozess. Wir sind den Prozess jetzt einmal kurz durchgegangen und leider will er jetzt hier nicht. Aber gut, das war es dann von meiner Seite. Und wir sind dann, glaube ich, auch so mit der Präsentation durch. Ja, super. Meine Damen und Herren, als ich beim BVMW bei unserem Netzwerk angefangen habe, hat man mir gesagt, Sie werden Dinge erleben und Sie werden Dinge sehen, die Sie vorher nicht gesehen haben, die Sie nicht glauben werden. Und ich glaube, heute ist so ein Beispiel wieder dafür, dass man sich hier natürlich auch unendlich weiterbilden kann. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Herrn Steinemann und beim Herrn Weindl für diesen, ich sage es mal so, sehr praktischen Überblick, der sehr für mich sehr verständlich, sehr eingänglich war, also mit Nutzen. Ich habe was gelernt, Sie werden wahrscheinlich auch was, der eine mehr, der andere weniger erfahren und gelernt haben und vor allem gesehen haben an diesem Beispiel. Ich bin tatsächlich ein bisschen elektrifiziert, muss ich sagen, und freue mich sehr, dass wir jetzt so viel aus diesem Nähkästchen von der NCAD gehört haben. Sie sehen, Automatisierung hilft weiter, Prozessmanagement hilft weiter.
Wir haben das Thema jetzt eben Daten gehabt, um die Worte von Herrn Steinemann zu wiederholen. Wir haben das Thema Prozesslogik gehabt. Und ich denke, wir steigen jetzt ein in die Interaktion. Das heißt, ich darf Sie, wir werden jetzt die Mikrofone auch wieder freischalten, bitten, Ihre Fragen zu stellen und vor allem auch Ihre Meinungen zu sagen. Vielen Dank und bitteschön. So, jetzt hat dann schauen wir mal. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine Frage auch schon. Ich kann die hier einmal publizieren. Das ist schon mal eine recht technische Frage. Und zwar, ich glaube, Sie beziehen sich jetzt auf unser Beispiel hier an der Stelle. Und zwar die Frage, wie werden zum Beispiel PowerShell-Skripts für den Zugriff auf das AD oder Ähnliches eingebunden oder aufgerufen? Jonas, ich weiß nicht, greife da vielleicht mal kurz vor. Also wir haben jetzt für diesen Prozess tatsächlich hier keine PowerShell-Skripte verwendet, ja, bei dem Zugriff aufs AD. Wir haben für dieses Beispiel tatsächlich lediglich einen Connector in das Azure AD gebaut von unserem Prozessor aus, also von den Power Automate quasi aus. Das heißt, da wird der User direkt integriert. Jetzt weiß ich nicht, Jonas, um im lokalen AD quasi einen User anzulegen, gibt es da überhaupt entsprechende Konnektoren, um das durchführen zu können? Weißt du da was? Also im Moment ist mir nichts bewusst, dass da Richtung lokal irgendwas gemacht werden kann. Da sind andere Programme in Verwendung. Denn so wie mir das die Richtung von Microsoft gerade vorkommt, ist, dass die natürlich gerade alles in Richtung Cloud schieben wollen und dann in diesem ganzen Prozess auch mit diesem Power Automate eher Richtung Azure AD fahren und weniger in Richtung lokale Lösungen. Gut, aber vielleicht würden wir das einfach mal noch mal wieder aufnehmen, dass wir das Thema lokales AD, sage ich mal, beziehungsweise die Bestückung von dem lokalen AD entsprechend durchführen, weil ich verstehe natürlich den Ansatz, dass man natürlich sagt, ja, ich muss die Systeme entsprechend füllen und auch wir haben relativ viele Kunden, die eine hybride Umgebung haben oder eine reine On-Premise-Umgebung und tatsächlich sagen, na gut, wenn wir User anlegen, dann müssen die letztendlich auch im lokalen AD, weil das ist das Maß aller Dinge, entsprechend angelegt werden. Ja, weiter bitte. Weitere Fragen? Schauen wir mal rein. Ich glaube, es ist gerade noch was rein. Genau, gleiche Frage. Genau, wir haben hier natürlich der Zusatz. Es gibt aber auch andere Systeme wie CRM oder ERP-Systeme. Ja, und hier rutschen wir dann tatsächlich so ein bisschen aus diesem, wenn Sie sich erinnern an die Folie von mir, als wir über diese drei Bausteine gesprochen haben, also einmal über die nativen Applikationen, die Knowledge Worker und dann quasi die Entwicklung. Hier sind wir dann schon in dem Bereich angelangt, wenn wir tatsächlich ein kundenspezifisches System haben. Wir haben dann das Thema, dass wir entweder selber über eine Schnittstelle was schreiben müssen oder dass wir vielleicht auch die Möglichkeit haben in Power Automate, dass wir einen Connector haben, der bereits eine Schnittstelle integriert hat, wo man ein anderes ERP-System entsprechend ansprechen kann. Das ist natürlich richtig. Also man muss es betrachten, natürlich auch dahingehend, dass Microsoft natürlich primär erstmal seine eigenen Systeme unterstützt. Und wenn es natürlich dann an Drittanbietersysteme geht, dass wir natürlich hier auch schauen muss, entweder gibt es bereits Konnektoren in diese Systeme oder wir müssen entsprechend dann selber an der Stelle was entwickeln. Gut. Also wenn dann keiner eine Frage stellt, vielleicht stelle ich noch eine, vielleicht eher allgemeiner Art. Und zwar ist das die Frage nach der Glaskugel. Jetzt haben wir ja diesen Stand, diesen Status sehen wir.
da ich ein Freund von Innovationen bin, würde mich natürlich interessieren, wie ist Ihre Meinung, wie sieht die Zukunft aus, wie geht es weiter in diesem ganzen Umfeld? Also vielleicht kann ich, ja, würde ich einfach kurz noch was dazu sagen, habe tatsächlich da auch noch den ein oder anderen Slide da an der Stelle, vielleicht kommen in der Zwischenzeit auch noch Fragen rein. Weil da vielleicht auch die Ausgangslage ist, warum finden wir dieses Thema so spannend? Wir haben halt hier ein Thema, wir bekommen hier etwas hin, was wir die letzten Jahre immer relativ schwierig nur umsetzen können, weil wir haben natürlich das Thema in diesen Geschäftsprozessen, dass wir immer wieder Medienbrüche haben. Das heißt, wir müssen zwangsläufig irgendwie mit Usern in Kontakt treten. Also wenn man jetzt mal sich diesen Onboarding-Prozess nur anschaut und sagt, naja, wie hätte man den prinzipiell so gelöst? Ne? User X aus der HR-Abteilung rennt los und sagt, hallo, wir haben hier einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin, bitte einen User im System anlegen. Die IT-Abteilung kommt zurück und sagt, na gut, wie möchten wir das haben? Wie heißt der eigentlich oder diejenige? Welche Rechte soll sie bekommen und so weiter und so fort. Dann gehen E-Mails hin und her, es werden Chat-Nachrichten hin und her geschickt. Also wir haben hier sehr viel Kommunikation für ein Thema und am Ende des Tages haben wir vielleicht auch dann die Ausgangslage, naja, der User ist vielleicht angelegt, aber es fehlt eine Berechtigung oder noch schlimmer, eine Berechtigung ist zu viel gesetzt und am Ende hat der User die Möglichkeit, auf Inhalte zuzugreifen, auf die er gar nicht zugreifen soll. Wir haben halt das Thema jetzt auch hier in dem Beispiel gesehen mit den Adaptive Cards. Wir sind halt immer in einem System und wir haben im Grund so eine gewisse Vorgehensweise, so eine Schablone, die für jeden User gleich ist. Und daraus hin sehen wir halt, dass es ein charmanter Ansatz für unsere Kunden ist, weil erstmal gibt es gewisse Rahmenbedingungen, in denen dieser Prozess abläuft, dieser Geschäftsprozess. Und darüber hinaus bleiben wir auch immer in einem System. Und das ist so ein bisschen das Thema, was es tatsächlich für unsere User charmant macht, denn die bleiben einfach in einem System. Wir haben einerseits keine Medienbrüche, dass wir ständig auf andere Kommunikationsmittel ausweichen müssen. Ja klar, wir kommunizieren über den Chat, aber der ist in einem gewissen Rahmen. Und wir haben natürlich das Thema, dass wir immer, wie in diesem Beispiel jetzt, in Teams bleiben. Also wir müssen nicht ständig in 2, 3 Applikationen wechseln. Und wir sehen dann natürlich auch, dass wir, wenn wir permanent Mails hin und her schicken oder die Angst haben, was zu vergessen, dass das einfach an der Stelle Stress verursacht. Und vielleicht auch nochmal auf die Fragen zurück. Ja, es gibt Prozesse, die können wir, weil sie eventuell entsprechend komplex sind, nicht zu 100% in einem solchen System umsetzen. Also wenn es dann beispielsweise um ein externes ERP oder CRM-System geht, wo ein Kontakt oder ein User mit angelegt werden soll, haben wir natürlich das Thema, dass wir eventuell dann nochmal hinterher müssen und dann sagen müssen, wir müssen eine Schnittstelle entsprechend schreiben. Man muss sich aber überlegen, naja, macht es vielleicht Sinn, diesen Prozess zu 80% entsprechend abzubilden und dann, sage ich mal, die restlichen 20% zu Fuß zu gehen? Inwieweit bringt mich das schon weiter, wenn ich von vornherein alles händisch mache? Ja, das muss man sich einfach überlegen. Da gibt es dann sicherlich Prozesse, da macht das eher weniger Sinn. Aber es gibt sicherlich auch Prozesse, da macht es dann Sinn, das Ganze einfach mal teilweise zu integrieren. Also wir sehen dieses Thema schon, dass sich dieses Thema auf jeden Fall entwickelt und dass es auch Entwicklungspotenzial hat. Einmal aus dem Grund, naja, diese Geschäftsprozesse zu automatisieren, das ist jetzt kein wahnsinnig komplexes Großprojekt mehr. Und auch selber können die Kunden entsprechendes Know-how aufbauen, sich damit auseinandersetzen, auch entsprechend lernen, wie das Ganze von der Methodik funktioniert, weil wir sind jetzt nicht der Dienstleister, der beim Kunden jeden Prozess umsetzt und am Ende entsprechend abrechnet. Wir sehen unsere Aufgabe eher darin, den Kunden dazu zu begeistern, zu sagen, naja, da setze ich mich mit auseinander. Ich habe jetzt vielleicht keine Ahnung, weil ich kein ITler bin, wie man einen User anlegt, aber ich weiß im Prozess, was gemacht werden muss. Und ich kann mich dann als interner Mitarbeiter oder als interne Mitarbeiterin mich mit der Fachabteilung auseinandersetzen. Und so wird diese Rolle dieses Inhouse-Consultants, der diese Themen voranbringt, eigentlich immer zentraler, eigentlich immer wichtiger an der Stelle.
Und letztendlich können wir es selbst nicht definieren als Dienstleister, welche Prozesse für den Kunden relevant oder wichtig sind oder welche man digitalisieren sollte oder automatisieren sollte. Das muss letztendlich ein Kunde entsprechend auch aus einer eigenen Motivation heraus tun. Aber wir können ihm zumindest helfen, ja, ich sag mal, diese Motivation da auch zu entdecken und diesen Wert dahinter auch zu erkennen. So, jetzt schaue Super. ich mal noch mal kurz nach, ob wir Genau. eine Frage haben. Ja. Gut. Jetzt stelle ich einmal die Frage. Ich glaube, ich lese jetzt nicht alle Fragen vor. Ich glaube, es sind ein paar interne Chat-Nachrichten auch. Genau, ich stelle hier mal diese Frage frei. Vielleicht, Jonas, kannst du die jetzt einfach beantworten? Und zwar die Frage ist hier: Bekommt der Personaler Rückmeldung, wenn nachfolgende menschliche Prozesse nicht im vorgegebenen Zeitraum erfüllt werden? Wie wird mit Störfaktoren umgegangen? Das ist ein Punkt, wo in den Prozess mit eingebaut werden muss. Also das ist jetzt in meinem Prozess hier, oder in dem Prozess, wo ich jetzt gezeigt habe, nicht der Fall. Aber da kann man dann eventuell Nachrichten, Störmeldungen einbauen. Das ist dann wieder ein Ding, wo man nachdenken muss, wie will ich was haben, wer wird benachrichtigt. Es ist möglich. Aber in meinem Prozess halt nicht drin gewesen. Und in welcher Form das dann geschieht, das ist dann auch eine Definitionssache. Gut, also vielleicht auch da als Rückmeldung, wir haben uns ja selber jetzt nicht nur auf diesen Onboarding-Prozess spezialisiert oder sage ich mal fokussiert. Das ist jetzt halt einfach ein Beispiel, das man hier eben gut verwenden kann. Wir haben selbst einen Workflow bei uns, der ist relativ komplex. Da geht es auch tatsächlich sehr viel um Rückmeldung, was ist passiert in Projekten, bekommt der Projektverantwortliche eine Rückmeldung. Also da wird auch sehr viel mit so einem, Response-Thema gearbeitet, dass man einfach ohne, sag ich mal, großartig jetzt eine E-Mail hin und her zu schicken, einfach über den Status von einem Projekt Bescheid weiß, sag ich mal, von dem Zeitpunkt der Angebotserstellung bis tatsächlich zur Projektdurchführung. Also das ist natürlich auch ein ganz großer Treiber, eigentlich immer so eine gute Vogelperspektive auf dieses Projekt zu haben und eigentlich immer einen guten Projektstand zu haben, wo man dann auch aktuell steht. Gut, ich habe jetzt hier noch eine Frage. Hier das Zusammenspiel zwischen Teams und Mail. Die Frage, wird Teams irgendwann das Mail-System ersetzen? Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich auch so eine Glaskugelfrage, weil wir da nicht wirklich wissen können, was Microsoft vorhat. Jetzt muss man aber nur mal sagen, das Thema Mail ist ja prinzipiell kein Microsoft-Thema. Also ich glaube, dass das Thema Mail nicht generell von Microsoft Teams ersetzt werden kann. Wir merken selber, dass es das Thema Kommunikation hat, das Thema Teams schon sehr groß umgestülpt. Also früher, ich kann mich noch erinnern, so diese ersten Chat-Tools, die man hatte, vielleicht auch im Rahmen von der Telefonanlage, was man damit reingenommen hat, das war alles immer so, jetzt noch eine Kommunikationsplattform, das macht es eigentlich nicht wahnsinnig viel besser. Wir hatten auch hier bei uns im Unternehmen viele, die gesagt haben, nee, lasst mich mit dem Chat in Ruhe, lasst mich mit Teams in Ruhe, ich habe hier mein E-Mail und dann natürlich haben wir auch mannigfaltige Abstimmungsthemen in Richtung, wann schreibe ich eine E-Mail, wann rufe ich am besten an und wann, sage ich mal, schreibe ich eine Nachricht in einem Chat. Das muss man tatsächlich so ein bisschen selber für sich herausfinden, dass generell das Thema E-Mail ersetzt werden soll von Microsoft Teams, glaube ich nicht. Die Frage ist eher, was passiert mit Microsoft Outlook in der nahen Zukunft? Es gab auch dort schon einen ersten Versuch vor ein paar Jahren, dass man quasi Microsoft Outlook in Teams integriert hat. Diese Integration ist auch wieder verschwunden. Das war dann wahrscheinlich ein doch zu großer Wurf. Ich persönlich muss für mich sagen, ich nutze das Thema E-Mail noch ganz gerne. Es hat halt einfach einen offiziellen Charakter.
Es ist schwierig zu sagen, ob das passieren wird. Ich persönlich denke jetzt erst einmal nicht, dass das Thema E-Mail, sage ich mal, was sich so manifestiert hat von Microsoft Teams, vor allem von einem Tool, so an der Stelle ersetzt werden kann. Ich denke, es hat unsere Kommunikation besonders im Unternehmen verändert. Ich persönlich muss aber auch für mich sagen, mit einem Kunden schreibe ich dann doch noch lieber die etwas, ja, ich sag mal, die E-Mail, die einen doch etwas offizielleren Charakter an der Stelle hat. Das Zusammenspiel zwischen Teams und E-Mail, sag ich mal, ist ja bereits vorhanden. Also wenn ich ein Exchange Online verwende, also das Mail-System von Microsoft 365, greift das ja entsprechend auf Inhalte von Teams zu, beziehungsweise umgekehrt, also Teams greift auf diese, auf entsprechende Inhalte zu. Das sieht man beispielsweise, wenn die Kalender verknüpft sind in Teams oder wenn beispielsweise eine Chatnachricht, die mich nicht erreicht hat, irgendwann in eine E-Mail umgewandelt wird und mir in mein Postfach zugestellt wird. Das ist natürlich eine Konfigurationsfrage, wie ich den Exchange Online und wie ich auch Teams aufgesetzt habe. Das sieht man meistens nicht, wenn man jetzt diesen Teams-Schnellstart macht, wo man tatsächlich nur eine Teams-Lizenz sich holt, eine reine Teams-Lizenz oder einfach dieses die Teams-Lizenz sich aneignet, wo man, sag ich mal, Teams for free nutzen kann. Bei den, sag ich mal, Enterprise-Lösungen, wo dann Teams mit integriert ist, ist dann entsprechend auch dieser Exchange Online mit dabei. So, jetzt war es eine lange Antwort. Ich schaue mal kurz nochmal zurück, ob wir noch Fragen haben. Genau, eine Frage haben wir hier noch. Zwei Fragen sind es noch. Kann ich Teams auch in verschiedenen Organisationen gleichzeitig arbeiten? Gleichzeitig ist jetzt so ein bisschen das Keyword, an dem ich mich jetzt aufhänge, weil man kann mit Teams zwischen Organisationen wechseln. Entweder werde ich als Gast zu einer anderen Organisation bzw. zu einem anderen Team eingeladen, dann kann ich dahin wechseln. Oder ich habe Zugangsdaten, die mir vielleicht der Kunde zur Verfügung gestellt hat und ich kann mich über Teams dort anmelden. Ein gleichzeitiges Arbeiten geht aber nicht. Also ich kann in einer Teams-Konsole jetzt nicht einen Kanal gleichzeitig bearbeiten, während ich in einem Kanal arbeite von einer anderen Organisation. Und das Gleiche gilt hier an der Stelle auch für das Thema mit Power Automate. Also wir haben noch keine Integration über quasi Organisationsgrenzen hinweg. Gut, hier ist noch eine Frage. Also vielen Dank erstmal für das Lob. Genau, inwieweit können weitere IT-Systeme eingebunden werden, zum Beispiel ein ERP-System? Ja, das ist jetzt eine Frage vielleicht, Jonas, würde ich das an dich nochmal weitergeben? Ich weiß nicht, ob du eine Übersicht hast über alle Konnektoren. Das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Jede weiteren Systeme, die wir da ansprechen möchten, müsste man sich mal angucken. Ansonsten, es wäre generell meine Anregung für Sie oder das Angebot, das klingt immer so werbemäßig. Schauen Sie sich dieses Thema einfach mal an, wenn Sie Power Automate einfach starten. Wir können das aber auch gerne, sage ich mal, nach des Webinars einfach mal separat besprechen und dann auf spezifische Fragen da einfach mal eingehen. Da ist eine ganze Litanei an Konnektoren da, die quasi schon nativ integriert sind in Teams. Und gegebenenfalls findet man dort auch ein CRM-ERP-System, wie auch immer, was man entsprechend andocken möchte. Da kriegt man eine relativ gute Übersicht. Ich schaue auch nochmal nach, ob wir vielleicht im Nachgang von dem Webinar auch einfach ein Sheet mit verschicken können, White Paper mit verschicken können, mit allen aktuellen Konnektoren. Die Frage ist halt immer nur, wie lange sind die aktuell? Ne? Also wenn jetzt nächste Woche Microsoft wieder einen Schub nachliefert, dann ist auch dieses Dokument schon wieder veraltet. Ja, in dem Fall schließe ich mich Herr Steinemann an. Es sind einfach zu viele, um Überblick zu haben. Und dementsprechend wäre es da dann gut zu wissen, welches System genau mit angebunden werden soll. Und dann kann man nachgucken, ob es das schon für was gibt oder ob vielleicht Microsoft schon was angekündigt hat, ob sie da was nachliefern und in welcher Form. Super. Ich glaube, wir sind mit den Fragen durch, Herr Steinemann. Sie haben den Überblick. Es ist jetzt nichts weiteres dazugekommen, ja, genau.
Also dann freue ich mich natürlich sehr. Wir sind super in der Zeit. Ich darf mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen, also Zuschauerinnen, ganz herzlich bedanken. Ich finde es toll, freue mich sehr, dass Sie mit uns kollaboriert haben. Auch vielen Dank für die Interaktionen. Und Sie sehen, also Netzwerken, sowohl das menschliche Netzwerken wie das technische Netzwerken, nehmen doch einen immer größeren Stellenwert ein. Und mit diesen Worten gebe ich nochmal und meinem herzlichen Dank natürlich an Herrn Weindl gebe ich an, und Herrn Steinemann gebe ich an Herrn Steinemann jetzt nochmal weiter. Sie sprechen das Schlusswort. Vielen Dank. Genau, und ich halte mich auch tatsächlich ganz kurz, damit wir auch das nicht überschreiten. Ja, wie gesagt, da nochmal das Thema, setzen Sie sich mit Ihren Prozessen oder mit den Prozessen Ihrer Kunden einfach auseinander. Ja, überlegen Sie einfach mal, was gibt es denn da für Themen? Onboarding ist vielleicht immer ein guter Anreiz. Was manchmal ein bisschen wichtiger ist, weil das Onboarding ist tatsächlich so das Thema Offboarding. Also das haben wir jetzt auch schon oft gesehen, wie lange man eigentlich noch auf Systeme Zugriff hat, wo man vielleicht auch längst nichts mehr zu suchen hat. Themen wie Urlaubsantrag, Reisekostenabrechnung, es sollte hoffentlich bald wieder akuter werden, sind noch so klassische Themen, das kann man sich einfach mal angucken. Generell, wir bieten es an, soll es irgendwie ein Thema geben Richtung Erfassung, Visualisierung oder dann tatsächlich dieser Umsetzung von Prozessen oder Workflows, wie auch immer, kommen Sie einfach auf uns zu, stehen wir gern zur Verfügung. Die Kontaktdaten schicken wir über den Herrn Heilig im Nachgang einfach von uns nochmal raus. Da können wir gerne sprechen und generell bieten wir da auch unsere Erfahrung, unsere Kompetenz an, generell im Rahmen von Microsoft 365. Wie gesagt, wir sind CSP-Partner, das heißt, sind es Fragen zur Lizenzierung, sind es Fragen technischer Natur, kann dieses und jenes umgesetzt werden, einfach ohne weiteres, dann stehen wir Ihnen da gerne zur Verfügung, was das angeht. Gut, und ansonsten, ja, ich schicke das auch noch mit raus. Sie können sich gerne auch für unseren Newsletter registrieren. Letztendlich weisen wir da auch immer wieder auf Webinare hin. Wir werden aber ganz sicher auch im Rahmen der Partnerschaft mit dem BVMW noch weitere Webinare so an der Stelle anbieten. Und ja, dann hoffe ich auf viel Erfolg mit dem Thema Power Automate, mit dem Thema Teams. Probieren Sie es aus. Ich weiß es nicht, Jonas, wie lange du vielleicht gebraucht hast für die Umsetzung, wobei man sagen muss, du bist ja relativ fit in dem Thema. Aber ich glaube, als ich mit dieser Anforderung kam, hast du es relativ zügig umgesetzt. Ja. Also am Anfang braucht man schon eine Zeit, um reinzukommen. Das, was am meisten Zeit frisst, sind dann die Kleinigkeiten. Wenn man sich, wenn irgendwas nicht funktioniert und da dann dahinter zu kommen, warum es nicht funktioniert. Also generell für diesen Onboarding-Prozess war ich jetzt ungefähr so knapp 4 Stunden dran gesessen. Klar, das Zusammenstellen dieses Prozesses ging schnell, aber dann, wie gesagt, so Kleinigkeiten, die rauszufinden, warum das System manchmal nicht will oder was es jetzt genau an welchen Stellen es hapert. Denn ich habe ja hier auch mit dynamischen Inhalten gearbeitet, wie zum Beispiel dem ersten Arbeitstag. Den gebe ich ja immer wieder neu dem System und der schaut ja immer wieder anders aus. Und diese dynamische Eingabe hat da mir schon eine halbe Stunde gekostet, um da rauszufinden, an welchem Punkt es gehabert hat, bis es dann so gelaufen ist, wie ich es haben wollte. Also am Anfang sind es wirklich Kleinigkeiten, die Zeit fressen. Wenn man dann, sage ich mal, drin ist und weiß, worauf man achten muss, geht so was immer wieder schneller. Aber es ist auch immer halt so, wenn neue Anforderungen dazukommen, muss man sich dann immer wieder mit dem neuen Thema auseinandersetzen. Es werden neue Sachen mit integriert, mit denen man sich zum Beispiel zuvor noch nicht beschäftigt hat. Und das sind dann so die Kleinigkeiten, die dann eben etwas länger dauern bei der Erstellung des Prozesses. Gut, alles klar. Das soll dann auch das Schlusswort gewesen sein. Okay. Und ja, dann sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für die rege Teilnahme ganz am Ende bei den Fragen. Das ist schön, dass dann doch auch
einfach wieder Fragen sind, die man da auch beantworten kann. Ich hoffe, die haben wir auch zur Zufriedenheit aller beantwortet. Falls nicht, wie gesagt, gerne auch dann nochmal im Nachgang in einem persönlichen Gespräch. Alles klar, das war's soweit von uns. Heilig, ich gebe wieder an Sie und ja, wünsche noch einen schönen Tag und eine erfolgreiche Restwoche. Von mir ebenso. Von mir ebenso. Und es steht jetzt schon da, bleiben wir in Verbindung. Und auf Wiedersehen. Servus. Tschüss.